ich bin Ira, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ja letztens schon mal hier dieses neue Color Before getestet, diese neue verbesserte Formel. Naja, verbessert hat nicht so ganz funktioniert bei mir, deswegen möchte ich es einfach bezweifeln, dass die Formel besser ist als die alte. Viele von euch haben ja auch bestätigt, dass das stinkt halt nicht mehr so wie früher, funktioniert, aber auch dafür nicht mehr so gut wie früher. Ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal die ganze Gebrauchsanweisung durchlesen. Wir haben das ja letztens alles schon gemacht. Hallo, sind hier 1, 2, 3 Handschuhe sind hier drin, okay. 3 Einmalhandschuhe. Ja, dann wieder Color Buffer C, Color Activator A und den Remover B. Die beiden hier werden zusammengemischt. Dann muss man noch eine Minute schütteln, meine ich. 10 Minuten stehen lassen, das habe ich noch im Kopf. Dann nochmal eine Minute schütteln. Das wird erst später gebraucht, wenn es ausgewaschen wird. Ich überfliege es nochmal eben. Ist ja noch nicht so lange her, dass ich das gemacht habe, aber schauen wir mal, ob das den chemischen Prozess wieder rückgängig macht. Ich mache das übrigens nicht auf meinem Haar. Ich habe da jetzt momentan ja Pflanzenhaarfarbe drauf. Das wäre sowieso was, das wäre sowas von Quatsch, weil das ist ja keine chemische Haarfarbe. Da gibt es keinen Färbeprozess, den man rückgängig machen könnte. Deswegen ist es ja auch nicht für Direktzieher geeignet, sondern nur für chemische Haarfarben. Aber ich hatte ja eben noch diese Verpackung hier, weil ich das ja eben letztens schon benutzt hatte. Und ich hatte vorsichtshalber 2 Packungen gekauft, für den Fall, dass es nicht reicht. Ich brauchte aber nur eine. Jetzt habe ich die halt noch über und dann dachte ich mir, ja komm, spielen wir mal hier ein bisschen rum. Deswegen habe ich hier Extensionssträhnen eingefärbt in verschiedenen Farben. Hier haben wir, da ist vorher noch so ein leichter bläulicher, grünlicher Stich drin gewesen. Das ist vom Direktzieher auswaschen irgendwann mal gewesen, eine alte Strähne. Deswegen ist die so ein bisschen grünlich. Aber das ist oben Mittelblond Natur und im unteren Bereich, das ist dunkelblond braun, so nennt sich der Ton. Da werden wir gleich mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe auch ein paar hellere Töne. Hier, so sehen sie aus. Das hier ist hellblond Gold. Das hier ist mittelblond Asch. Dann haben wir hier unten schwarz. Und das hier, das war auch noch ein bisschen lila vorher. Deswegen dachte ich mir, ich gebe da mal was Rötliches drüber, und zwar ist das mittelbraun intensiv, violett intensiv, so heißt die Farbe. Ja, und dann schauen wir mal, inwieweit das rausgeht. Ich dachte mir, ich nehme mal extra verschiedene Farben aus allen möglichen Farbbereichen, hellere, dunklere, aschige, goldige, rötliche, schwarz. Und dann gucken wir mal, was davon überhaupt irgendwie rausgeht. Dann gucken wir mal, ich bin gespannt, was da rauskommt. Glaubt ihr, das funktioniert? Verschließen und schütteln. Eine Minute lang. Und dann wird das ja auch mit dem Auswaschen wesentlich entspannter. Geht ja wesentlich schneller dann als mit dem eigenen Kopf. Also das geht ja zum Glück sehr, sehr schnell mit dem Auftragen. Boah, diese Handschuhe. Kacke. Ich hasse diese Handschuhe. So, mehr als genug Produkt ist da definitiv drauf. Alles super verteilt. Ich habe mir jetzt nämlich etwas ausgedacht, wie ich das Ganze auch gut warm halten kann die ganze Zeit. Ich habe es jetzt hier auf den alten Teller gelegt. Hier ist eine Metallschüssel, das soll ja nicht direkt mit Metall in Berührung kommen. Deswegen mache ich jetzt in die Metallschüssel heißes Wasser rein. So, jetzt mache ich die da oben drauf und das wärmt jetzt von unten quasi den Teller an und dann wird das warm bleiben. Funktioniert's? Ja, der Teller wird schon warm und jetzt wird es schön warm gehalten und sollte dann optimal funktionieren. So, in einer Stunde komme ich nochmal zurück. Also ich glaube, man sieht schon, dass es funktioniert hat, aber man muss ja sagen, das sind so Bedingungen, die sind zu Hause so gar nicht durchführbar. Also das ist wirklich noch richtig heiß. Die sind auf jeden Fall schon anders als vorher. Das sieht man auf jeden Fall schon. So, dann muss ich das jetzt auswaschen. Wie war das nochmal ganz genau? Diese Schutzbehandlung auftragen, also wie ein Shampoo quasi. Dann nochmal 5 Minuten spülen, bisschen einwirken und also spülen und im Grunde das hier auftragen. Mehr ist es nicht. Ich wollte euch die Haare ja eigentlich erst zeigen, wenn sie trocken sind, aber ich habe sie gerade ausgespült. Und Leute, ihr müsst euch das angucken. Diese Haare sind dead. Also nicht, dass Haare jemals lebendig waren, weil es halt so ein totes Gewebe ist, aber ey, die sind sowas von dead. Das sieht
so ekelhaft. Es fühlt sich auch so ekelhaft an. Kennt ihr das, wenn ihr Haare kaputt blondiert, dass sie so wie Gummi sind? Das hier fühlt sich noch zehnmal schlimmer an. Ich meine, ich glaube, ihr seht es, ne? Also selbst wenn ihr das nicht kennt, dann denke ich, wird mir jeder zustimmen, dass das hier nicht gesund aussieht. Schauen wir mal an, was passiert, wenn ich da so ein bisschen dran ziehe. Hupsala, sie reißen, wer hätte es gedacht? Ja, also diese Haare sind sowas von dead. Ich war gerade mit Kira draußen, habe mich schon halb abgeschminkt. Wollte jetzt eigentlich warten, bis die Strähne trocken sind, dann zeige ich es euch nochmal, also wie der Farbton halt jetzt ist. Aber was ich nochmal ganz dringend sagen möchte, boah, Sonne. Ich habe es noch nie erlebt, dass nach... Sonne wieder weg, leck mich, ich lasse das Licht jetzt so. Ich habe es noch nie erlebt, dass Color Before die Haare so zerstört. Doch, es stört mich, ich mache das ja heller. Wenn ihr Color Before verwendet habt, hattet ihr jemals das Gefühl, eure Haare werden dadurch geschrottet? Also ich habe es ja auch zweimal jetzt verwendet, einmal damals die alte Rezeptur. Und dann jetzt vor kurzem die neue. Und bei mir hat es halt nicht funktioniert. Es hat die Farbe überhaupt nicht rausgezogen. Aber meine Haare sahen danach auch nicht so aus. Und ich glaube, hätte ich jetzt die Wirkung richtig entfaltet, indem ich da richtig mit Hitze dran gegangen wäre, also richtig Hitze, nicht nur Wärme, sondern Hitze, so wie hier, dann würden meine Haare wahrscheinlich jetzt genau so aussehen. Und dann... hättet ihr euer Glatzen-Video wahrscheinlich bekommen, was ja schon viele, sagen wir mal, vermutet oder sich sogar gewünscht haben. Ja, ich meine, kann man natürlich mal machen, ne? Glatze, nice. Aber wenn ich mir sowas mache, dann, weil ich halt Bock drauf habe und aus freien Stücken und nicht, weil ich muss, weil meine Haare sonst so aussehen würden. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ich lasse dieses komische Gedöns jetzt mal trocknen. Ja, ich zeige sie euch jetzt mal. Also das hier, extra vom Ganzen, ne? Das hier, das waren ja die zwei Brauntöne. Also die Strähne ist jetzt sehr grünlich geworden. Aber die Farben sind fast komplett rausgegangen. Also sind nur noch so kleine Reste. Ich würde sagen, so zu 90% ist die Farbe tatsächlich rausgegangen. Aber naja, zu einem grauenvollen Preis, ne? Und hier, ich meine klar, die Blondtöne oben, das war jetzt keine große Herausforderung. Ne? Die sind, würde ich sagen, raus. Und auch hier, so ungefähr sah die Strähne auch vorher aus. Auch da würde ich sagen, das Rot-Violett, was da war, ist tatsächlich gut rausgegangen. Und hier war das Schwarz. Gut, hier ist die Strähne jetzt noch so bräunlich. Ne? Also würde ich sagen, so zu ja, 50% mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, ist die Farbe rausgegangen. Da sagen wir eigentlich noch mehr. Ne? Guck mal hier, sagen wir zu 60-70% in etwa. Also es hat gut funktioniert, aber die Haare, die sind sowas von Schrott. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das sieht und fühlt sich auch gar nicht mehr so an wie Haare. Ich hoffe, dass es euch noch nicht passiert und ich bin froh, dass es mir nicht passiert ist. Ich brauche jetzt Schokolade, Leute. Hinterlasst gerne Feedback. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mal solche Erfahrungen gemacht habt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ich finde, das habe ich verdient, da ich die Menschheit vor einem grausamen Schicksal bewahrt habe jetzt. Also, ich wünsche euch was. Noch einen schönen Tag, Abend. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.